Hier hin. So. So. Auch wenn ich mir nicht gerade sicher bin, wie viel Sinn es macht, die Dinger alle auf den Eingang zu zielen und nicht vom Eingang wegzielen zu lassen. Aber ja, das passt schon irgendwie. So, seid ihr jetzt endlich da? Ja, seid ihr. Ihr verschwört gerade und produziert jede Menge Wut. Das war nicht ganz so der Plan. Oh, verstecken. So, du verschwörst. Ihr verschwört nachher. Du verschwörst nachher. Komm, ihr verschwört auch mal eine Weile. Wir brauchen zwar Geld, aber wir brauchen genauso Hinweise über die letzten Gegenstände. Sonst haben wir hier durchgehend Agenten. Und da kommen schon die nächsten. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. So, ihr kriegt auch noch Schwächentags. Das ist schon nicht mehr feierlich, wie viele Agenten hier rumschwören. Oh, die tanzen sogar inzwischen mal richtig. Mal nicht alleine. So. Hä? Wer hat da gerade rumgegrinst? Oh, knatter. Achso, dass so eine Söldner da ausgebildet wird. Ah, okay, das darfst du. Ihr habt Tex. Ein Agent, jetzt schon. Ein Agent da auch. Die machen es uns richtig schwer momentan. Überall Agenten. Sogar in der Antarktis wieder. Oh. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich ihn hier starten. Und wer bist du? Den PR-Manager verschleppen. Das wird dann wohl eine Aufstufung vom Kammerdiener sein. Ja, also ihn brauchen wir. Den PR-Manager brauchen wir. Wir brauchen Geld und wir brauchen die letzten Teile für unsere Hauptquest. Ja, da haben wir jetzt eins dazu bekommen. Was haben wir noch mit den Teilen hier unten? Stehen sie 4 der 6 Superbeuteteile. Davon haben wir 3. Wobei mir da auch schon in den Kommentaren gesagt wurde, dass ich doch eventuell die letzten 3 alle auf einmal stehlen sollte. Sonst bekommt man vielleicht nur 1. Dann hat man halt die 4 und dann ist die Quest vorbei und man kann die anderen Teile nicht mehr bekommen. Aber das müssen wir dann gucken. Eingangsbereich ist ganz schön voll. Die Schussanlagen sind da. Sehr gut. Also wenn jetzt jemand flieht und den Töten-Tag bekommt, dürfte er eigentlich nicht überleben. Eigentlich. Das müssen wir irgendwann mal testen. Wahrscheinlich eher früher als später. Wobei es nicht besonders gut ist, hier draußen Leichen liegen zu haben, aber können wir nicht ändern. So. Verstecken. Verschwören. Was brauchen wir denn für den hier? Wir brauchen 6 Arbeiter. Das ist doch machbar. Ach so. Das ist im selben Land wie die anderen Jungs hier. Das ist alles ein Land. Also ein Einzugsgebiet. Okay. Da dürften wir auf jeden Fall mehr als genug Einheiten haben. So, hier können wir verschwören. Oh, ich sehe was Leuchtendes. Der 1-Million-Dollar-Schein. 8 Kammerdiener. Da sollten wir woanders mal ein paar abziehen. Also wenn nach dieser Mission Kammerdiener übrig bleiben, kommen die hier schon mal alle weg. Allgemein solltest du wahrscheinlich eh alle davon abziehen. Du kannst auch schon mal weg. Ihr könnt eine Weile verschwören. Du kannst wieder verschwören. So, Halbzeit. Ihr versteckt euch. Die ist echt komisch. Bleibt die jetzt ewig auf der Karte?
Wenn ja, werde ich mal versucht, sie anzugreifen, jetzt wo gerade der Großwildjäger hier im selben Gebiet ist. Na ja, komm, wir schalten einfach mal auf Stehlen. Und gucken, ob der Großwildjäger mit seinen zwei Wachen... Oh, sie ist weg. War das jetzt Zufall? Wo ist sie hin? Da ist sie hin. Verstecken. Na gut. Ihr könnt alle mal nach Hause gehen. Er müsste gleich fertig sein. Und dann lassen wir Gelb ein wenig erholen. Du kannst verschwören. Also, du bist dann eins von den Superbeutestücken, richtig? Ja, bist du. Das heißt, wir suchen jetzt noch schnell die anderen beiden. Und dann schließen wir die Aufgabe auch ab. Und dann hören hoffentlich die ganzen Agenten auf zu kommen. So, ihr könnt fresh. Arbeiter. Arbeiter. Ah, sehr gut. Du. Ich sagte. Du. Los. So, danach ziehen wir die auch von grün ab. Rot ist auch stinkig. Und hier verschwören wir nur. Also wenn wir da demnächst nichts finden, sagen wir mal in der nächsten Minute oder zwei, dann ziehen wir die hier auch alle ab. Du bist am Verschwören. Wer bist denn du? Den Hollywood-Playboy ergreifen. Braucht PR-Manager, um überhaupt erst was zu machen. Okay, es wird immer schwieriger, die fähigsten Spione loszuwerden. Um diese Agenten zu bekämpfen, brauchen wir unseren eigenen wagemutigen Schambolzen. Der muss so sanft wie sie sein, um eine wahre Schamoffensive zu starten. Laut unseren Quellen macht ein internationaler Playboy gerade vor der Küste Kaliforniens Urlaub. Das war der Diplomat, sehr gut. Ein Astronaut? ETF? Maßgeschneidert. Alle Medizin, die in den Weltraum geschickt werden, sollten wenigstens über ein Minimum an Schutz verfügen. Wir können ins Weltall? Oh, ich will eine Basis auf dem Mond haben. Auf der dunklen Seite des Monds. Das wäre doch so richtig schön kitschig. Okay, wir wollten erstmal die hier alle abziehen. Damit sich Gelb beruhigt. Dann machen wir da das. Hier ist die Minute jetzt wahrscheinlich auch schon rum. Das heißt, die ziehen wir auch alle ab. So. Du verschwörst. Du verschwörst. Ihr habt auch schon eine Weile verschwört, aber ihr habt auch was gefunden. Den Quantenphysiker verschleppen. Das ist alles zu viel gerade. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ich will in Ruhe die ganzen Sachen zu Ende erforschen. Ich will in Ruhe Geld machen. Und dann würde ich gerne mit der Hauptquest weitermachen. Diplomatenausbilder. Ja, sehr schön. Hier. Und schon wieder jemand K.O. Diplomatenausbilder. Da ist okay. Sind das Schachfiguren? Forschung, Satansfalle. Brauch alle drei. Wow. Das klingt kompliziert. Wir müssten noch wieder einen im Gefängnis haben, oder? Jo, gleich. Sehr schön. Also er ist der Diplomat. Der müsste eigentlich ein Upgrade sein von den Kammerdienern. Und der PR-Manager ist dann der höchste Upgrade und der Playboy der andere höchste. Nehme ich jetzt einfach mal an. So, du wirst verhört. Du gehst bitte Richtung Eingang. Da wirst du eigentlich immer gebraucht. Du bist bloß ein Tourist. Du wirst hier rausgeschmissen. So, ein Glücksritter. Was zur Hölle ist ein Glücksritter?
arbeitet für sie. Huh. Okay. Rote Punkte? Rote Punkt. Zack. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Noch mehr rote Punkte. Schwächentag angeordnet. So, was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt, hier oben haben wir jetzt auch eine Weile verschwört und nur ihn hier gefunden. Das heißt, sobald die Mission durch ist, was sie in 10 Sekunden ist, können die hier auch erstmal alle wieder weg. Ihr habt auch genug verschwört. Ihr könnt stehen. So, wir haben ihn. Das ist sehr gut. Ihr produziert viel zu viel Wut, also haut ihr mal alle ab. So. Können wir es uns irgendwo leisten jetzt noch? Oh, Orange. Orange schicken wir mal. Ein Techniker, ein Wissenschaftler. Ein Techniker, ein Wissenschaftler. Ein Techniker, ein Wissenschaftler. Ein Techniker, ein Wissenschaftler. Also in jedem orangen Land ein Techniker, ein Wissenschaftler. Und überall wird verschwört. So. Klingt doch schon mal gut. Fernsehstudio. Ist das Unterhaltung oder ist das Fortbildung? Fernsehstudio. Kein Platz für Fernsehstudio. Okay, anders. Du, beweg dich mal dahin. Das Objekt zu bewegen bestätigt. Diplomat, jetzt erhältlich. Sehr schön. Du bist ein Diplomat. Jo, so siehst du aus. Ist komisch, wenn Diplomaten salutieren. Aber, na gut. Oh, der Diplomat war ganz am Ende. Dann ist der PR-Manager die zweite Stufe. Und wie kann ich einen Diplomaten haben, ohne die Stufe davor zu haben? Können wir davon jetzt mehr haben? Moment mal. Also, davon weniger. Davon mehr. Gehst du jetzt in das Dingens? Ausbildungszentrum? Diplomat? Wo bist du hin? Du machst was anderes. Und was genau machst du? Sucht nach Eindringlingen? Das ist nicht dein Job. Aber gut. Du schleppst gerade den PR-Manager hin. Sehr schön. Dich verhören wir dann auch gleich. Du kannst bitte wieder zurück zum Eingang. Kurz rote Punkte überprüfen. Hier sind ganz viele. Die haben aber alle Verwirrentech. Das heißt, wir können wieder auf die Weltkarte. So. Du versteckst dich. Das ist gut. Du solltest dich verstecken. Ihr solltet euch auch verstecken. Du sollst dich auch verstecken. So, in Orange sind sie alle angekommen und alle sind am Verschwören. Das ist gut. Das heißt, Grün beruhigt sich, Rot beruhigt sich, Gelb beruhigt sich auch. Blau nicht so wirklich. Und ich denke mir, die können wir hier eh alle abziehen. Obwohl ich ganz gerne hier Geld verdienen würde. Also sobald der weg ist, verdienen wir wieder Geld. So. Rote Punkte, alles gut. Gab es noch irgendwas Neues zu bauen? Das müssen wir ihn hier verhören. Er scheint sich ja sehr männlich mit seiner Situation abgefunden zu haben. Die Totenfehler. Nee. Ich hoffe mal, wir vermurksen da jetzt nicht irgendwas, wenn wir zu schnell die Superbeute finden. Und es waren keine Schachfiguren, es waren komische Schaufensterpuppen, die ferngesteuert werden. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das wesentlich besser ist. Okay. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Definitiv zu viele Bruce Lee-Filme geguckt.
Genau. Was machst du da? Machst du es kaputt? Sehr cool. Das da sind Kampfstäbe und ein Gong. Geh mal zu dem Gong. Ich will wissen, wie du mit dem Gong trainierst. Er kriegt blau und lila dazu und verliert gelb. Also er wird dumm, dafür aufmerksam und loyal. Okay, da lassen wir mal weitermachen. Und sollten nochmal wieder zwischendurch abspeichern. Speichern. Diesmal kann ich auch die Tasten sehen. Nach Folge 49 müsste es sein. Und wir sehen uns gleich wieder.